Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wir sind in einem neuen Krieg gegen Südafrika, gegen Großbritannien, ebenfalls gegen Südafrika, Basta und so weiter. An und für sich haben wir das mit dem Krieg ganz gut hingekriegt jetzt mal, aber wir haben, glaube ich, einen großen Fehler gemacht. Wir haben nämlich die Amerikaner gebeten, dass sie uns in dem Krieg helfen. Und irgendwie schauen die so aus, als würden sie gegen Kanada abstinken. Was ich irgendwie irritierend finde. Ja. Also Kanada gewinnt den Krieg gegen die USA. Das zerstört uns unseren unseren War Score. Bei Schlachten haben wir derzeit minus 31. Ich habe nur wenig Schlachten geführt, aber habe die alle natürlich gewonnen und bin irgendwo bei plus 5 bei meinen Schlachten. Das heißt, die Amerikaner müssen minus 36 gemacht haben durch die Schlachten, weil die Deutschen, die ebenfalls in dem Krieg sind, haben bis jetzt eigentlich noch gar nichts gemacht. Ich meine, okay, die haben da unten angefangen, Südafrika zu erobern, was ich eh okay finde. Dann muss ich das nämlich nicht machen. Ich wüsste sie nicht, wie ich das machen soll. Da drüben gibt es auch noch was zum Erobern. Ja, am Anfang des Krieges hatten die Briten keine Großkampfschiffe. Jetzt habe ich aber geschaut, sie haben sehr wohl Großkampfschiffe. Das heißt, die dürften welche gebaut haben in den letzten Stunden, Tagen, Monaten während des Krieges auf jeden Fall. Ja, kann man nichts machen. Also wenn wir auf Schiffe treffen, das verlieren wir auf jeden Fall. Ja, schau, da ist ein Schiff. Was machen wir jetzt mit dir? Was ist denn da hier? So, jetzt kommt einen neuen. Verteidigung plus alles ist ganz okay. So, von weiter. Schauen wir mal. Ah, die Deutschen haben ja da doch Schiffe, mit denen sie was tun können. Was gibt's denn? Vielleicht sollten wir die Italiener doch noch fragen, ob sie den Krieg mitmachen wollen. Sozialistischer Realismus sollten sie nicht machen, weil sie gerade in einem Konflikt verstrickt sind. Das machen wir dann, wenn der Konflikt vorbei ist. So. Das wieder zurück. Jo. Das war mal das. Da kann man nichts mehr erobern.
holen wir wieder das zurück. Modernes Design, ausgezeichnet. Späte Zwischenkriegsjäger, das ist noch ausgezeichneter. Malaka haben wir auch besiegt. Können wir jetzt weiter mit euch, wo ihr viel Schaden anrichten könnt. Rufen wir mal da nach Afrika. Und da ist noch ein britisches Gebiet, das wir erobern können. Und dann fahren wir weiter Richtung Südafrika. Bei Südafrika hat ein relativ starkes Heer offensichtlich. Egal. Chess entwickelt. Und Gibraltar haben wir auch erobert. Und Italien wäre jetzt bereit auch mitzumachen. Italien ist auch dabei. Reaktionäre. Okay. So, wo fahren wir mit euch hin? Das sind wirklich viele Truppen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ans Mainland fahren will. Von ihnen. Dann muss ich das mit zwei Truppen auf einmal machen. Das heißt, wir fahren mal mit denen da runter. Ich meine, die Briten sind echt schwach an und für sich. So, wie schaut das da aus? Gefällt mir gar nicht. Dass wir da irgendwie möglicherweise gegen irgendjemanden auf offener See kämpfen müssen. Da haben wir definitiv keine Chance. Schiffsmäßig sind sie uns auf jeden Fall weit voraus. Wir haben genau nichts in Forschung investiert, was die Schiffe betrifft. Die haben wir vollkommen ignoriert.
das fällt uns natürlich jetzt auf den Kopf. Am Anfang war es nicht notwendig, weil wir ja nicht irgendwie nach Großbritannien mussten, um unsere Sachen durchzusetzen. Auf minus 50 bereits, was die Schlachten betrifft. Na super. Ihr Wahnsinnigen, ihr... Da verlieren sie schon wieder eine Schlacht. Na, wenigstens kann es nicht mehr schlimmer werden. Die verlieren ja eine Schlacht nach der anderen. Was haben die für Truppen? Ah, Italien ist ja jetzt auch dabei. Ausgezeichnet. Das heißt, eigentlich brauche ich mit denen gar nicht so viel da machen. Das meiste macht eh Italien. So, das war's dann auf der Seite. Vielleicht sollten wir mal hin hier forschen was. Machen wir mal das. Okay, die Deutschen haben da zumindest schon einiges erledigt. Ja, auch Briten. Machen die Deutschen noch irgendwas dagegen, oder? Ach, gib bitte, das Spiel hängt schon wieder. Der Deutsche macht genau gar nichts dagegen. Ist das arg?
Ding ist so dumm, wenn es das macht. Ich glaube, wir werden kurz abspeichern und neu laden. Manchmal hilft das dem Computer, klug zu werden. Naja. Versuchen wir das nochmal. Deutschland müsste da eigentlich locker über diese britischen Truppen drüber fahren können. Wenn sie das nicht tun, ist das normalerweise ein Intern, da hängt irgendwann irgendwas. So, schauen wir mal, ob die Deutschen es jetzt schaffen da. Ah, Österreich gewinnt den Krieg gegen Polen. Österreich kann auch mal einen Krieg gewinnen, ich bin entsetzt. Hallo, könnt ihr bitte eure Truppen einfach zusammenziehen und diese Typen da erledigen? Ich hoffe, wenn sie da was verlieren, reicht das aus. Oh! Wir haben jetzt Schlachten plus 2. Wie das? Oh! Schau, Österreich hat tatsächlich mal einen Krieg gewonnen. Tja, Polen. Das kommt davon, wenn man sich mit Österreich anlegt. Vielleicht doch irgendwann mal einen Kampf gewonnen. Glaube ich eigentlich gar nicht. Schon so aus, als würden sie weiter alles verlieren da. Da gibt es überhaupt keine Dings, keine amerikanischen Truppen mehr. Vielleicht haben die Franzosen was gewonnen, die Italiener die eine oder andere Schlacht gewonnen. Zumindest da sind die Amerikaner ganz praktisch. Die haben da scheinbar auch ein paar Sachen erobert. Nochmal härter arbeiten. Ja, wir nehmen das. Teil auf das Prestige. Was passiert?
dürften ja relativ viele Truppen nach Europa gebracht haben. Ah, schau mal. Und die Deutschen haben doch noch aufgewacht. Tata, sehr schön. Wie schaut das aus? Wir sind bei plus 39. Ausgezeichnet. So, Marionettenstaate befreien. Das geht. Machen wir Orissa. Das geht wirklich. Ah, verdammt. Jetzt sind wir 100%. Nur 100% wahrscheinlich. Mist, das war ein Fehler. Naja, außerdem haben wir schon wieder wenig Geld. Wir müssen da ein wenig auf Bildung verzichten. Ein bisschen auf Verwaltung verzichten. Vor allem nachdem da die Briten gerade auseinandergenommen werden, glaube ich zumindest. Da forsche ich einfach in der Marine, was mir jetzt ist, so schnell in der Forschung. Sollen nicht gewinnen da. Du gehst dahin. Und dann wieder da zurück. Müsste eigentlich reichen, um die loszuwerden. So, warte mal, du bist in der Zwischenzeit. Du wirst in der Zwischenzeit daher fahren. Da müssen wir mit der Organisation. Cork.
uns Korg erobern. Ist okay. Wir haben kein Geld mehr. Ah, ich sehe warum. Weil wir diese Fabriken erhalten müssen. Und wenn wir das aber weggeben, dann haben wir noch eine Arbeitslose. Das ist ein Teufelskreis, könnte man beinahe sagen. Ist okay. Das heißt, wir dürfen halt einfach keine... Ah, das wollte ich gar nicht. Naja, wurscht. Ist okay. Ist auch okay. Wo geht's da her? Hey! Ein Nacho-Liberale. Ausgezeichnet. Haha, und da werden auch ein paar Briten vermöbelt. Zum Schlachten schon plus 9. Yes! Die Schlacht war ausgezeichnet. Ein Stück weiter in Richtung Sieg gegen Großbritannien gebracht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das so schön jetzt schaffen. Auf nach Johannesburg. Schauen wir mal, wie ist denn das da? Hey, Flugzeuge werden noch besser. Gut. Ah, warte mal. Du fährst jetzt mal nach Bombay. Du kennst dich mal das. Der Typ aus Cork kümmert sich um Limerick. Ist okay. So, was denn? Hey, neues Gebiet. Das zu Indien gehört. Portugal will. Ja, ist okay. Noch ein Krieg scheint hier zu sein. Was für ein Krieg hat er begonnen? Oh! Die Osmanen wollen auch wieder was erobern. Und. Portugal wollte Taze erobern und schafft es irgendwie nicht. Naja, gut. Hey, Galway. Ah, das ist ja schön. Wir haben ein paar Dings. Das Verteidigungsfähigkeit, die müssen wir doch schon lange haben. Ah, verdammt, ich hab's gewusst. Orissa kriege ich nicht auf diese Art und Weise. Ah gut, das nehmen wir trotzdem an, weil das eine haben wir dadurch befreit.
User Path und holst ihn ab. Jetzt schauen wir uns mal das an. So, wie kann er. Wieso kann ich den Krieg nicht erklären? Sie sind in unserer Einflusssphäre. Verdammt. Das wollte ich gar nicht. Sphäre entfernen. Okay. Dann können wir ja als nächstes gleich den Krieg erklären. Und sollte Großbritannien ihnen helfen, was ich auch okay finde, dann können wir gleich Orissa auch wieder verlangen. Yay! Die reaktionieren. Ist ja cool. Diese zwei Gebiete scheinen wir auch noch zu kriegen. Mhm. Ausgezeichnet. Es scheint besser zu laufen, als ich dachte. Vielleicht wollen wir doch noch ganz Indien erobern. Bin mir nicht sicher, aber das Einzige, was mir dann noch fehlt, ist Orissa. Sollten die beiden wirklich revoltieren und die Briten rauswerfen? Hm. 15. April. Okay, aber bis wir das machen, werden wir nochmal für heute Schluss machen. Ich wünsche euch einen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.